Du kannst jetzt das Jäger-Outfit-Pack nutzen. Du kannst jetzt das Persona 5-Outfit-Pack nutzen. Und das war's. Wow. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Sonic Forces. Was ihr gerade gesehen habt, liegt klar auf der Hand. Die Switch-Variante. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch bei anderen Versionen davon. Ist bei mir noch so ein extra Zettel, wo halt so ein Code da drauf ist, den man halt im eShop einlösen kann. Und dass man dann halt noch Outfits bekommt. Und das war's eigentlich. Und dann war noch irgendwas von der Shadow-Episode, aber es hat nichts damit zu tun. Ob man das irgendwie noch machen kann irgendwann. Vielleicht erst zum Schluss. Keine Ahnung. Aber beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Ist schon wieder irgendwie eine Weile her, dass ich wieder ein Part aufnehme, wenn ich ehrlich bin. Aber das haben wir ja schon gemacht. Also geht's jetzt hier nun weiter. Wahrscheinlich haben wir einen Kampf mit Infinite. Oh, das wird ja richtig interessant, ey. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bin mal gespannt, was der so drauf hat. Das war nicht Teil meines Plans, aber es lohnt sich immer, Helden zu besiegen. Das steckt die anderen an. Nehmt ihnen ihre Hoffnung. Glaubt das alles jemand außer dir? Trau deinen Augen. Gute Arbeit, Silver. Jetzt übernehme ich. Na, sieh mal einer an. Der kleine blaue Retter ist zurück. Aber was rieche ich denn da? Du stinkst nach Furcht. Ich habe dich also beeindruckt. Das ist nicht Furcht. Ich bin den ganzen Weg hergerannt. Und du hast mich nicht beeindruckt. Ich weiß nichts über dich. Nicht einmal, wie du heißt. In der kurzen Zeit, die dir bleibt, kannst du mich Infinite nennen. Großartig. Siehst du, Infinite, jetzt lernen wir uns kennen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Magst du romantische Spaziergänge am Strand? Woher stammt deine Macht? Die ersten beiden Fragen kannst du überspringen. Woher meine Macht kommt, geht dich nichts an. Tut mir leid, aber ich muss einfach auf eine Antwort bestehen, mit Nachdruck. Dein Behagen ist zwecklos. Sonic, alles klar? Ja gut, heftige Cutscene. Da geht es nun los mit dem Bossfight. Naja, bin mal gespannt, was er so drauf hat. Du zappelst also immer noch, du kleine, dreckige Ratte. Sag mal, ja. Was ein Igel ist? Komm, ich zeig dir meine Stacheln. Sehe ich genauso. Fühl dich nicht cool. Wir treten dir schon irgendwann in deinen Arsch. Den ersten Treffer hast du schon mal kassiert, ne? Okay. Jetzt bleiben wir die ganze Zeit hier nur auf dieser, keine Ahnung, diese schlangenartige Linie, nenne ich es jetzt mal. Na komm, okay, der zweite Treffer folgt zugleich und der dritte kommt gleich hinterher, wenn es nicht so lange dauert. Okay. Immer wieder ganz knapp auszuweichen, aber ich bekomme es so weit hin. Ich bräuchte mal wieder ein paar Wissens. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, dass ich mich immer so ein kleines bisschen dumm anstelle. Aber bis jetzt läuft's. Nochmal ein paar Ringe mal mit einsammeln. Boah, das war jetzt wirklich knapp, ne? Zum Glück, dass ich noch auch getroffen habe, ne? Das hätte jetzt wirklich schief gehen können. Ja, noch ein Treffer, lol. Und kommt vielleicht noch einer hinterher. Nein! Ah, okay, das war kacke. Ah, Alter! Alter! Warum war das Bild dann so kacke? Okay, ich habe zum Glück jetzt auf einmal zwei Ringe. Auch gut. Hey, wir haben jetzt sogar schon
Hälfte abgezogen. Das sind alles Fakes. Okay, den richtigen haben wir getroffen. Du scheinst mehr auszuhalten als die anderen Nervensägen. Ich gebe dir ein paar Sekunden. Da kannst du mal schauen, ne? Auf jeden Fall. Es hat sich alles ausgezahlt. Boah, meine Fresse. Es war jetzt heftig. Aber soweit so gut. Komm. Komm her, Junge. Ja, nice. Komm, noch ein bisschen. Das kriegen wir schon hin. Okay, wir können auch so drüber springen. Ich mach mal ein bisschen schnell. Okay, das war eher ein Scheißdreck, dass ich das so gemacht habe. Aber ich habe wenigstens einen Ring. Okay. Puh, das ist halt nichts. Um wenigstens noch weiterhin am Leben zu bleiben. Ja, das ist ein bisschen kacke. Nee. Nee, komm schon. Komm schon. Nein. Hör auf. Hör auf damit. Ich will nicht so lächerlich failen. Also lass es am besten bleiben. Junge. Komm, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Nice. Noch ein Treffer. So wie es von der vom Einzeigebalken aussieht. Okay. Nein. Das war nicht so geil. Aber ich hab zum Glück noch zwei Ringe noch einsammeln können. Alter, wenn man passt vom Verrecken, ist hier das Bild voll kacke aus. Okay, wieder ganzen Faker wieder eliminieren und dann den richtigen gleich herausfinden. Da ist er ja. Da ist er gleich immer weiter vorne. Voll offensichtlich. Im Gegensatz zu Max werde ich stärker. Und zwar mit jeder Sekunde. Dir werde ich noch das Mundwerk stopfen. Darauf kannst du dich verlassen. Das will ich aber sehen. Bis jetzt hat er seine, in Anführungszeichen gesetzt, wahre Kraft ja noch nicht gezeigt. Vielleicht kommt das ja noch. Bis jetzt war es ja erstmal nur so eine Aufwärmphase für ihn. Aber war ja voll leicht. Okay, ich muss zugeben, ein paar kleine Fails war schon vorhanden. Ne? Ich hätte es ein bisschen besser einstellen können. Aber fürs Erste, so ein allererster Kampf gegen den Infinite war schon vorhanden. Ne? Belohnung für Abschluss der Mission. Was ist das? Ein Hammer oder was soll das sein? Das sieht komisch aus, das sieht wieder komisch aus. Ich kann bis jetzt nicht so viel damit anfangen irgendwie. Aber okay. Verbessert hast, aber du wirst trotzdem verlieren. Wie erwartet, es lohnt sich nicht einmal, dich zu töten. Ich muss wissen, was es mit seiner Macht auf sich hat. Ich glaube, das werden wir schon ein paar Zeiten herausfinden. Mach dir keine Sorge. Irgendwann ist der Tag gekommen, wo wir alles wissen und ihn dann komplett zerstören, eliminieren oder wie auch immer. So, da geht's halt so, wie es aussieht und war da in der Green Hill Zone. Und dann hat Dr. Eggmans Monster Sonic erwischt. Unseren Sonic, meine ich. Aber jetzt bist du hier, als ob die Welt einen Sonic braucht, irgendein, um in Balance zu bleiben. Wenn wir Dr. Eggman besiegen, ist der Krieg vorbei. Und wenn wir das Geheimnis seiner Macht lüften, kommst du vielleicht wieder nach Hause. Hey, der Sensor hat Dr. Eggman aufgespürt. Schnell! Na dann, ohne weiteres zu zögern, geht's in die Green Hill Zone? Nochmal? Da waren wir doch schon ganz am Anfang. Okay, ja, dann halt nochmal, aber mit dem Classic Sonic. Nice. Naja, wenigstens etwas. Das ist cool. Jo. Aber wieder mit der komischen... Was? 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 Hä? Wir müssen schnell den Eggman finden. Hier ist Was war das? Was?
Oh, Scheiße. Nee, komm, machen wir weiter. Alles noch einigermaßen intakt. Ach du Scheiße. Ja, ich hab schon. Ja, okay, komm, geh weg. Wo kommt die Stachel auf einmal her? Ich bin nämlich gerade blind. Auf beiden Augen. Hallo! Ey! Alter, ich will jetzt nicht doch mal sterben. Ich bin allgemein bei Games manchmal so peinlich irgendwie am Failen. Keine Ahnung warum, aber sowas Peinliches mal wieder. Kann ich ja wenigstens noch besser. Das war ja wirklich heftig. Alter, ich kann mir das selbst gar nicht erklären, warum das gerade so passiert ist. Ah, nee. Ah, nee, komm, ey. Das war... Nee. Nee. Nee, 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 nee. Machen wir einfach das Level durch, dann passt das schon. Ich hoffe, dass ich nicht auf... bei irgendeinem Abgrund oder so irgendwie runterstürze. Noch eine Wüste. Ja, ja, schon richtig. So, also... Wie gesagt, zur Hälfte. Ja, warum denn? Hä? So nach oben wahrscheinlich, ne? Yeah. Nicht auf die Stacheln, dankeschön. Ich will weiter rennen, komm. Hier gibt es leider keinen Boost oder irgendwas ähnliches. Okay. Nee, 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 lass es bleiben. Lasst es bleiben. Hä? Warum? Dann halt nicht. Ist ja gut. Ich möchte gerne die Ringen haben, wenn es okay wäre. Also so, da war noch so eine Blase. Das sieht aus wie eine Blase, die mich gleich unter Wasser schützt. Keine Ahnung. Okay, nicht durch die Lücken fallen, das wäre nicht so geil. Das wäre suboptimal. Kontraproduktiv. Achso, hier gibt es also auch als Classic Sonic gibt es Ringe zu sammeln. Okay. Das ist mir jetzt gerade nicht so aufgefallen und wie komme ich jetzt bitte schon nach oben? Achso. Ja, okay, gut. Und hier nach oben oder so vielleicht? Will nicht. Ach, wie auch immer. Ah, okay. Ja, wie komme ich da nach oben? Ach, egal. Ich sammle sowieso nicht die Ebene-Ring. Ja, okay, haben wir geschafft. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Aber manchmal fühlt sich das wirklich so an, als wäre es so Sonic Generations irgendwie, ne? Ja, wegen Modern Sonic, Classic Sonic und so. Aber ja, passt schon. Und endlich mal wieder einen wohlverdienten S-Rang. Kann ich mir mal gerne auf die Schulter klopfen, dass das wieder einmal frei funktioniert hat. Und ja, wunderbar. So, Level 10 abgeschlossen. Ja, sieht schon interessanter aus, würde ich behaupten. Na, vielleicht. Vielleicht. Na, gestreift muss jetzt nicht unbedingt sein, aber hat was. Also langsam kommt eventuell das interessantere Zeug. Mission geschafft, Level 10, S-Rang abgeschlossen. Okay. Das ist ein Halstuch. Dann irgendwas anderes. So ein Schweißband. Jetzt kommt langsam der krasse Shit, ne? Also die Schuhe sehen cool aus. Ist ja fast nur weiß. Vielleicht ist es halt auch nur so ein weißes Tattoo, so wie es aussieht. Oh, kein Shot. Aber okay. Haben wir es jetzt mal. Dankeschön. Jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt los? Aber bevor wir gleich gegen Dr. Eggman kämpfen? Warum auch immer? Will ich kurz nachschauen. Direkt drauf gehen oder kommt jetzt irgendwas? Achso, SOS Notruf vom Widerstand erhalten. Schnell zum SOS-Level. Achso, in den jeweiligen Farben auch noch. Rote SOS-Missionen. Spiele mit dem Avatar, der den Notruf gesendet hat. Du kannst auch dessen Whispern nutzen. Ne? Grüne SOS-Mission. Spiele mit dem Avatar, der den Notruf gesendet hat, als Leih-Avatar. Okay. Blaue SOS-Missionen. Rette mit dem modernen Sonic, dem klassischen Sonic oder einem Avatar, den Notrufer, der irgendwo im Level gefangen ist. Okay, ich wollte jetzt aber eigentlich... Ach so, es passiert auch noch random. Lol. Na gut, dann machen wir das schnell. Passt schon.
kein Thema. Da machen wir halt den Eggman-Fight gleich nach der Runde hier. Beziehungsweise, wenn wir das hier abgeschlossen haben. Unsere anderen Truppen sind mit Feinden beschäftigt. Scheint, du hast die beste Route gewählt. Jetzt liegt es an dir, Sonic zu retten. Finde ihn. Oh, war das dämlich. Scheiße. Ja, ist ja gut. Kann ich gleich doch mal machen, bitte, wenn es okay wäre. Scheiße. Ich hätte nicht springen sollen. Das war richtig dämlich. Oh. Achso, das ist schon weg. Epic Fail. Oh, richtig verkackt. Naja, gut, dann. Ey, so richtig lame, ey. Verdammt. Ich muss jetzt die Level 10. Mach ich's halt so. Nee, ich will nicht so die Mission. Nein, weg. Weg. Ich wollte eigentlich. Ah nee, auf X ist das ja. Wenn ich es halt nicht gebacken kriege, das ist so zu finden, mach ich's halt so. Komm hier. Gegen den Eggman. Ich will noch meinen Avatar kurz wechseln. Weil wir diesen komischen Hammer da freigeschaltet haben. Also das zählt zum Wispen. Ach so, Würfel. Okay, ja, dann ist halt Würfel. Den nehmen wir mal, den Würfel. Verwandelt Gegner in Würfel, die bei Zerstörung Ringe abwerfen. Erstelle eine Plattform auch mitten in der Luft. Ach ja. Sonic Colors. Ja. Wispen anfassen. Tägliche Mission. Halleluja. Okay. Eine kleine Kabine, ach so. Dann ein paar neue Sachen. Ja, wieder recht viele. Die muss ich noch alle hier so auswählen. Damit das nicht die ganze Zeit übrig bleibt. Das sind das übrigens hier aus diesem, nenne ich es jetzt mal DLC quasi, was man so selbst herunterladen kann. Was soll das darstellen? Das könnte, ich habe von diesem Puyo Puyo oder so. Das ist von diesem einen Affen, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Und das, irgendwas mit Night oder so? Nein, das will ich nicht. Das sieht kacke aus. Nein, am besten gar nichts. Dankeschön. Das ist normal freigeschaltet. Das ist von diesem einen Kunden von Jet Set Radio. Das ist zu viel Sega-Kram irgendwie. Da blicke ich schon gar nicht mehr durch. Aber um es nochmal hier kurz zu zeigen. Ne, da nicht. Handschuhe, da hat irgendwas damit zu tun oder so? Nö, das ist normal. Achso. Wir könnten ja vielleicht auch mal die Handschuhe ändern, vielleicht. Ah, das sieht gar nicht mal so scheiße aus, wenn ich ehrlich bin. Dann nehmen wir mal die Handschuhe. Die Schuhe. Ja, so langsam könnte ich ja was ändern. Es sieht irgendwie ein bisschen zu krass aus, habe ich so das Gefühl, ne? Ah, komm, nehmen wir's. Jetzt war wenigstens so langsam an der Zeit, wo wir wenigstens was verändern können. Als wo wir etwas geileren Shit bekommen. So, jetzt erstmal das frei machen. Ach, Amigo, so hieß er einfach, genau. Aber wie sie hieß, irgendwas mit Knights oder so? Also wirklich, ich kenne mich mit den ganzen Sega-Games jetzt nicht so gut aus. Kleidung. Was wir alles noch freigeschaltet haben. Also langsam könnte ich jetzt schon was ändern. Die Streit sieht komisch aus. Ah, war klar, dass es wie so eine Tattoo war. Wobei, das hat Style. Das hat leichten Style, wenn ich ehrlich bin. Und dann nehme ich das hier. Belassen wir es erstmal dabei. Ich kann mich ja immer noch umändern, aber momentan sieht es eigentlich recht cool aus, wenn ich ehrlich bin. So, da wir das mit dem SOS leider verkackt haben, machen wir jetzt direkt den Fall gegen Dr. Eggman. Mal schauen, wie es so wird. Und damit ist die Beseitigung der Phantom-Rubin-Prototypen abgeschlossen. Es war ein fehlerhaftes Modell. Es konnte nur die DNA des Aktivierenden aufzeichnen. Nur ein Wesen meiner Stärke könnte es jemals aktivieren. Das ist jetzt egal. Das Labor im Mystic Jungle ist abgesperrt. Übrigens, bist du dort nicht Sonic begegnet, nachdem er entkommen ist? Ja,
aber er konnte gegen mich nicht standhalten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Du hast die Igel leben lassen? Das ist ein sehr guter Grund zur Sorge. Für dich vielleicht. Er besiegt dich seit Jahren immer wieder. Ich habe ihn beim ersten Versuch überwältigt. Phantom-Rubin-Prototyp? Wo recht hat, hat er recht. Lebt? Was ist denn? Nichts. Wir fahren fort wie geplant. Natürlich, unser Plan wird den Widerstand vollständig auslöschen. Und aus der Asche der Welt wird sich das glorreiche Eggman Empire erheben. Und der Widerstand wird sich der Macht des Phantom-Rubins beugen. Alle werden unterworfen. Was? Du! Oh! Dafür habe ich keine Zeit! Na gut. Dann wollen wir mal. Okay, wieder diese typischen Fights damals. Also nicht gerade schwer. Nur, dass es so eine Art Kettensäge ist, anstatt so einen komischen Wurfhammer-Teil. Ich möchte gerne die Ringe auch dazu haben. Dankeschön. Treffe ich ihn direkt? Okay. Jetzt schon down? Nee. Huh? Egg Dragon? What? What? Okay. Dass man die Maschine mal von ihm sieht, ey, ist ja wieder lange her, ey. Das ist wirklich lange her. Seit Sonic Unleashed oder so. Kam das erstmal vor. Hallo! Ist ja gut, chill mal. Ach so, ich muss ihm diese Steine da dagegen knallen. Fuck, Alter. Achso, hier komm. Ah, weil. Ne, jetzt wolltest du da Kacke. Für einen Mini-Sonic aus einer anderen Dimension bist du ganz schön frech. Aber der Egg hat nur 10% seiner Kampfstärke verloren. Das wird sich bald herausstellen. Ja, geil. Kommt das mir nur so vor oder bewegt sich da gerade ins Arsch langsam? Jetzt hab ich keinen Ring mehr. Ich hab keinen Ring mehr. Ich hab keinen Ring mehr. Okay, oh, okay, hab noch gesehen. Nein, verpiss dich. Nein, nein. Komm wieder her. Dankeschön. Ich muss wenigstens mit dem einen Ring noch im Leben bleiben. Ja. Komm schon. Komm schon. Ja, yeah. Weg mit dir. Es wäre keine Ich treffe den noch nicht mal. Nee, doch. Okay. Erstmal ja. Ja, wir werden euch beide fertig machen. Sowohl du als auch Infinite. Früher oder später auf jeden Fall. Darauf kannst du Gift nehmen. Aber ja, gut. Hab mich doch gar nicht so scheiße angestellt. Und mit dem einen Ring war ich zum Glück noch am Leben. Also, ja, es lief recht gut. Naja, gut, machen wir weiter. Alles schön überspringen. Level 11 abgeschlossen, wunderbar. Das ist jetzt der Asteroid-Wispern, so wie es auf jeden Fall aussieht. Ich denke mal, wird genau die Fähigkeiten haben wie damals der Sonic Colors. Würde ich mal ganz stark behaupten. Mhm. Wunderbar. So eine Eisenhalskette. Okay. Sportbrille. Handschuhe, naja. Sowas wollte zwar eher eine Mumie tragen, aber okay. Naja, gut. Ihr kämpft, als hättet ihr eine Chance auf den Sieg. Wie niedlich.
Da tut es mir ja fast leid, dass dies wohl das letzte Tänzchen dieser Art sein wird. In nur 3 Tagen wird mein genialer Plan euch Nervensägen komplett auslöschen. Moment, 3 Tage? Und welcher Plan? Ich möchte die Überraschung nicht verderben. Wie sagt man so schön? Die Erwartung des Endes ist schlimmer als das Ende selbst. Na, vielleicht nicht in diesem Fall. Na wunderbar, das kann ja noch was werden. Okay, wir haben noch mal eine Chance auf so eine SOS-Mission. Aber diesmal irgendwas mit Classic Sonic irgendwas, so in der Art. Sonic Level abschließen, wirklich Mission geschafft, okay. Ja, da würde ich sagen, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Part hier in Level 12 weiter. Und dann, ich weiß nicht, ist das eine Weile da oder muss man das dann sofort machen, sobald es da ist? Ich glaube, dann aus Sicherheitsgründen machen wir im nächsten Part dann gleich dieses SOS-Mission-Kram-Zeugs, ja. Und dann halt Level 12. Aber wie gesagt, habe ich schon erwähnt. Und dann würde ich sagen, bis zu einer weiteren Part hier in Sonic Forces. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Macht's gut. No!